Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder einen Trading-Betrüger mitgebracht, der seinen Job nicht so richtig kann. Ich habe mich auf so einer tollen Werbewebseite angemeldet und habe angezeigt bekommen, dass ich gleich von einer Kontomanagerin angerufen werde. Ist schon mal einen Schritt weiter, da wird man zumindest darauf vorbereitet, dass man gleich einen Anruf bekommt. Nur irgendwie klingt die Stimme, die mich angerufen hat, gar nicht so wirklich weiblich. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Willenberg Max. Herr Markus Lauchsange. Ja, sind Sie das? Ja, aber Sie sind nicht die Frau von dem Bild gerade eben. Oh, ich vertrete Brokerbüro mit der Evo Capitals. Was meinen Sie? Sprechen Sie jetzt gerade mit einer Frau? Ja, weil da stand, dass mich eine Frau anruft und da war sogar ein Bild dazu. Nur, Sie haben sich registriert für Bitcoin-Investitionen interessiert. Ich soll Sie begleiten. Ja, da stand aber, dass mich eine Managerin anruft. Und mit Bild von einer Frau. Nein, ich bin Manager, ich bin ein Herr. Also sind Sie weiblich? Nein. Warum nicht? Ich vertrete Brokerbüro Evo Capitals. Aha. Aber warum war da ein Bild von einer Frau? Das kann ich auch kaum verstehen. Ich soll Sie aber begleiten. Warum Frau, weiß ich nicht. Ja, das scheint ja richtig gut zu laufen in der Firma. Die wissen nicht mal, was danach von der eigenen Werbung dann passiert. Sehr interessant. Also, an der Schulung mangelt es in dieser Firma auf jeden Fall schon mal. Und vor allem ist ja auch ganz nett, dass er mir hier sagt, er soll mich hier beraten. Oder was auch immer er da genau meint. Interessant. Naja, aber da er sich so selber jetzt gar nicht so richtig sicher ist, was jetzt hier eigentlich gerade passiert, fragt er dann da auch gleich mal nach. Aha. Das war vielleicht auf, jetzt schaue ich mal nach, ein paar Sekunden bitte. So eine Frau. Auf Bitcoin Cities Profit, ja? Sie haben sich registriert, oder wie? Weiß ich nicht, das war halt irgendeine Werbung. Ja, das war so eine Werbung, Sie haben vielleicht was gesehen. Ich weiß nicht, also ich wurde Ihnen zugewiesen, soll Sie begleiten. Und meine Frage, erste Frage ist, haben Sie schon Erfahrung gehabt? Oder ist das zum ersten Mal? Ja, ich habe Erfahrung, oder warten Sie einen Anruf von einer Frau? Da war ja ein Bild von einer Frau. Okay, in diesem Fall, ich versuche jetzt per E-Mail, schicke alle Informationen, alle Kontaktdaten. Vielleicht sollen Sie was erwarten, ich rufe Sie dann in 10 Minuten nochmal an. Geht das? Weiß ich nicht. Okay, ich glaube, danke. Also ich sollte Sie erreichen. Ich habe Ihre Daten. Ich soll Sie begleiten. Ich bin Account Manager von Evo Capitals. Also bei mir steht Ihre E-Mail-Adresse markus.lauchstange@mdccfun.de. Ist das Richtige? Ja, hört sich richtig an, ja. fun.de, ja. Sie bekommen Zugangsdaten von Ihrem Account. Yes, das ist die E-Mail-Adresse. Login, Passwort. Das ist Ihr eigenes Konto, Ihrem Online-Banking ähnlich. Aha. Wir bieten Zugang zum Finanzmarkt an. Und unsere Unterstützung, unsere Brokers, wir führen Forschungen auf dem Markt, wissen Bescheid, welche Position sollen Sie eröffnen, um Geld zu verdienen. Und Sie bekommen jetzt Zugangsdaten, können sich einloggen auf Ihr eigenes Account. Aha. Aber da steht im Moment null. Sie sollen was investieren. Auch ein bisschen Zeit. Haben Sie Möglichkeit, jetzt Ihre E-Mail-Adresse nachschauen? Ist das möglich jetzt? Ja. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail geschickt. Ach so. Normalerweise, wir machen das alles online.
Sie öffnen unsere Webseite, ich erkläre Ihnen, was Sie da klicken sollen, welche Finanzinstrumente können Sie benutzen. Und meine Frage war, ich bitte um Entschuldigung nochmal, haben Sie schon Erfahrung gehabt oder ist das zum ersten Mal? Also keine, ja? Aha. Keine Erfahrung. Nun, das ist doch kein Problem, Sie können zum Beispiel mit technischem Minimum starten, mit kleinster Summe, aber Sie sprechen dann mit einer Person, vielleicht ist das doch unsere Broker, eine Frau. Wie heißt denn diese Frau? Weiß ich nicht, der Name stand nicht da, da war bloß ein Bild mit einer Frau und so ein Mikrofon im Gesicht. Oh, nur, ich bin nur Account Manager, ich bin kein Broker, kein Finanzexpert, kein Analytik. Nur, aber Sie werden aber nach der Einzahlung. Also Sie sind nur Callcenter-Mitarbeiter? Genau, nur Account Manager, nur soll Sie begleiten. Dann, also ich frage jetzt, was erwarten Sie von uns, ob Sie Erfahrung haben, wie alt sind Sie, arbeiten und so weiter. Und meine letzte Frage ist, wann soll Ihr Broker Sie kontaktieren? Mhm. Ja, man kennt es ja nicht anders. Jede Menge Blödsinn aneinandergereiht und Hauptsache er hat überhaupt irgendwas gesagt, aber was Intelligentes und Sinnvolles kommt dabei überhaupt nicht raus. Denn es geht nur um eins. Es geht darum, dass ihr euer Geld da einzahlt und das dann, ja, nie wieder seht. Denn das Geld in, ja, bei dieser Firma ist definitiv eine Einbahnstraße. Ihr könnt Geld einzahlen, aber rausholen, tja, da werdet ihr niemanden mehr erreichen. Ihr werdet allenfalls höchstens noch was nachlegen können, um noch mehr Geld zu verlieren. Aber Gewinne wird es hier bei dieser Firma auf keinen Fall geben. Und auch meine Frage ist auch, mit welcher Summe wollten Sie starten? Aber, Herr Lauschlanke, schauen wir mal, jetzt unsere Webseite, geht das? Ja. Sind Sie jetzt am Computer? Oder haben Sie das mit Ihrem Handy? Wir sind gleich wieder am Computer, ja. Super, na öffnen Sie bitte jetzt meine E-Mail. Da steht Unterstützung für Anleger als Thema. Geht das? Ja, gleich. Vielleicht haben Sie jetzt Fragen für mich. Was soll ich denn fragen? Nun, zum Beispiel, Sie haben keine Erfahrung. Aber ich möchte auch fragen jetzt, was erwarten Sie von uns? Was sollen wir für Sie machen? Arbeiten Sie jetzt? Ich arbeite jetzt gerade nicht, ne. Nein. Na also, zum Beispiel, ich kann jetzt erklären. Zum Beispiel, Sie sollen auch ein bisschen Zeit investieren. Natürlich, also wir bieten auch Roboter, wie Software oder Programm. Es funktioniert voll automatisch. Mhm. Nur durchschnittlich, dann Sie verdienen dann 2-3% pro Tag. Ja. Und Sie sollen aber nur Ein- und Auszahlungen selbstständig machen, von Ihrer Seite, manuell. Mhm. Aber manchmal, was auf dem Markt passiert, diese Situation wie zum Beispiel ein paar hundert Prozent pro Tag. Und Ihr Broker, er wird Sie informieren. Per WhatsApp, telefonisch, per E-Mail. Also Sie haben jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel ein paar hundert Prozent pro Stunde verdienen. Falls Sie Zeit haben, dafür, Sie öffnen Ihr eigenes Account, Sie sprechen mit Ihrem Broker und öffnen eine perspektivreiche Position. Mhm. Und Sie sollen zum Beispiel diese Position in einer Stunde schließen oder in zwei Stunden oder morgen früh oder ab neun. Also Sie sollen das mit ihm besprechen und Sie machen das. Falls Sie keine Zeit dazu haben, keine Lust, keinen Wunsch, Sie ignorieren dann das und 2-3% pro Tag mit Roboter, vollautomatisch. Hm. Und zum Beispiel im April, so, das war so eine Geschichte, im vorigen Jahr, 700% pro Tag hat diese Kryptowährung von Elon Musk ja gezeigt, Dogecoin.
Vor allem muss man hier mal genau aufpassen, was der Typ eigentlich sagt. Also mal davon abgesehen, dass das meiste von dem, was er da von sich gibt, überhaupt gar keinen Sinn macht. Zum Beispiel Shiba Inu oder Dogecoin sind eigentlich eher, tja, so Spaß-Kryptowährungen. Die sind nicht mal richtig ernst gemeint. Es gibt sogar eine Kryptowährung von dieser Netflix-Serie Squid Game oder Squid Game. Und damit kann man allenfalls nicht nur so oder so sein Geld verlieren, sondern ihr werdet ja nebenbei sowieso auch noch abgezogen. Na, also das wissen die selbst, da investieren die selber auch kein Geld drin, denn wenn man den Geld gibt, soll man ja meistens eh auf einem Bitcoin-Wallet sein Geld überweisen. Das heißt, ja, daran sieht man eigentlich schon, in welche Währung das Ganze nachher wirklich gehen soll. Nicht die Währung, die ihr euch ausgesucht habt. Ich habe das jetzt gefolgt. Und ich habe noch eine Frage. Darf ich bitte fragen, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? Ja. Was spielt das für eine Rolle? Nur ich soll wissen, ob Sie schon 18-Jähriger sind. Ja, wie bin alt ich. Sind Sie? Jetzt schon, okay, jetzt reicht es nicht. Und Sie sind jetzt ohne Arbeit. Wozu haben Sie sich registriert? Was erwarten Sie von uns? Also, dass ich ohne Arbeit bin, habe ich dem Typen so nicht gesagt. Er hat mich ja nur gefragt, was ich jetzt gerade mache. Und ich habe gesagt, ja, ich bin zu Hause. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich arbeitslos bin. So hören die Typen zu. Das könnte aber auch einfach an dieser tollen Sprachbarriere liegen, weil die netten Typen ja überhaupt gar keine Ahnung haben, was man da überhaupt so richtig antwortet. Die können nur von ihrem Skript ablesen und da war es das dann eigentlich auch schon mit der Intelligenz. Ich weiß immer nicht, was das soll, dass man solche Menschen ans Telefon sitzt, die eigentlich einen überhaupt gar nicht so richtig verstehen. Und vor allem merken kann er sich ja auch überhaupt nichts. Also ich finde schon, dass er da komplett fehl am Platz ist. Aber vom Prinzip her ist es ja besser, wenn solche Leute am Telefon sitzen, denn ich hoffe immer, dass dann weniger Leute beschissen werden. Welt. Geld. Nur, also was haben Sie in dieser Werbung gesehen? Wir geben Ihnen einfach, Sie schmeißen Geld oder wie? Ja. Wir geben Geld ganz einfach, telefonisch, mit Ihrem Handy, Sie geben Kreditkartendaten und was haben Sie da gesehen? Ja. Einfach Geld schmeißen, ja, das ist unsere Aufgabe, oder wie? War da so in der Werbung, ja. Finde ich interessant, ja, jetzt versuche ich das nachschauen. Ja, das war auf Bitcoin Cities Profit. Also wir bieten aber nur Unterstützung. Das ist doch unsere Aufgabe und unsere Arbeit. Und das klappt. Unsere Arbeit klappt, also erfolgt perfekt und super und problemlos. Zum Beispiel. Ist natürlich ein super Verkaufsargument. Unsere Arbeit funktioniert perfekt und super und so und Oh Mann. Und solche Leute, die bescheißen euch am Telefon. Ich meine, man muss ja wirklich mal darauf achten, was die einem eigentlich da erzählen. Das ist jedes Mal absolut kranke, sinnlose Scheiße, die von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Oh Mann. Falls Sie mit Bitcoin handeln möchten, ja, also das ist ziemlich interessante Geschichte, ja. Sie kaufen Bitcoin und verkaufen in einem Monat oder wieder. Aber bei uns mit der Summe 250, mit technischem Minimum, Sie öffnen bis 10 Positionen. Ja, ein paar davon sind in Minus, aber andere sind in Plus. Und das ist unsere Arbeit. Und wir haben Finanzexperte, Analytiker und Brokers. Also Analytiker, die führen Forschungen. Finanzexperte, die wählen für Sie Strategie aus. Ich soll auch wissen, wie alt sind Sie? Warum sind Sie jetzt ohne Arbeit? Wie viel Zeit so möchten Sie? Wie viel Geld möchten Sie jetzt investieren? Der Typ möchte wissen, warum ich ohne Arbeit bin. Also erstmal geht ihn das überhaupt nichts an, warum man ohne Arbeit ist. Ja, und der ganze Rest ist eigentlich auch nur Blödsinn, was er da wissen will. Tja, ich meine, klar muss man da seine persönlichen Daten irgendwo bei jeder Bank angeben, aber doch definitiv nicht bei irgendeinem dahergelaufenen Typ, der euch einfach so anruft, von irgendeiner komischen, fadenscheinigen Webseite, wo ihr euch vorher eingetragen habt, ohne dass man überhaupt irgendwelche Informationen von dieser Firma hat, wo die sitzen, wer da wirklich hintersteckt. Ja, und das denn gepaart mit diesem wunderschönen Deutsch, was wir hier hören. Dann entscheiden wir uns für die Strategie. Welche Finanzinstrumente sollen Sie jetzt besuchen? Und dann gehen wir weiter. Aber nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie Sie alt sind. Ich weiß nicht, wer sehen Sie denn beruflich? Was machen Sie dann? Ich weiß nicht, wozu Sie sich angemeldet haben. Das geht dann nicht.
dann soll doch dann auflegen. Aber meine Arbeit ist, ich soll es Ihnen zeigen, was Sie da klicken sollen und wie das aussieht und was Sie da machen sollen. Dann jetzt enden, ich zeige Ihnen aber wie. Haben Sie Möglichkeit, jetzt unsere Webseite besuchen? Hallo. Bitte. Hä? Wenn möglich. Haben Sie Möglichkeit, jetzt Webseite eröffnen? Ja, wie heißt Webseite? EvoCapis. Ich habe per E-Mail geschickt, kann aber auch buchstabieren. Evo, wie Evolution, also Evo, Emil, Victor, Otto. Moment. Dann. Also der erste Buchstabe? E wie Emil. Ein E wie Erektionsstörung, ja? Ja. Ja. Dann V wie Victor. Ein V wie, ja, vergesslich? Ja. Dann O wie Otto. Ein O wie Organhandel? Ja. Denn? Capitals, C wie Cäsar. Ein C wie Zeppelin? Nein. Nein? Wie C wie Cäsar. Also wie, Wie Kapital oder wie, Cerberus. Also so ein halbes O. Ja. Ja. Genau. A wie Anton. Ein A wie Analverkehr, ja. Ja, dann P wie Petra. Ein P wie Penis. Kapitals. Also P wie Petra, I wie Ida. Ein I wie Intimverkehr, ja. Ja, T wie Theodor. T wie Theodor Fall, meinen Sie? Naja. Ja, sieht so aus, als würden wir uns jetzt mit dem Verbrecher hier auf der anderen Seite des Telefons auf einer Wellenlänge unterhalten. Denn er scheint sich ja hier so richtig schön zu freuen über das, was ich so von mir gebe. Aber mit Seriosität und Bankgeschäften hat das eigentlich schon überhaupt nichts mehr zu tun. Ich meine, hatte das von Anfang an nicht, aber hier wird es ja so richtig schön deutlich. Tja, weiß ich nicht, was da in deren Köpfen vorgeht. Außer Party, Drogen und wer weiß was. Ja, aber das kommt dann dabei raus, wenn man mit solchen Leuten telefoniert. Theodor. Theodor Fall. Dann A wie Anton. Ein A wie Analverkehr nochmal, ja? Ja. Dann L wie Ludwig. Ein L wie Lutschen. Ja. Und letzte Buchstabe S wie Siegfried. Ein S wie Sadomaso. Und denn? .com. Also ein halbes O und dann ein ganzes O und dann, ja, so ein Ding mit den zwei Huckeln. Ja, super, genau. Mhm. Ja, da ist so eine Blume, die da aus Geld wächst. Na und, was sollen wir jetzt machen? Ja, was muss ich jetzt da machen mit der Blume? Was sehen Sie für ein Bildschirm? Na, eine Blume, die aus Geld rauswächst. Ah, da, ja, super. Da steht oben rechts entweder Login auf Englisch oder Anmeldung auf Deutsch. Nee, das ist alles auf Englisch. Auf Englisch. Da steht unsere Planet. Ebenso, oben rechts. Ich kann die Sprache ändern. Ach so, ja. Und jetzt steht da Anmeldung. Genau, bitte auf Anmeldung, blaue Taste. Ja, jetzt bin ich, ach nee, doch nicht. Ja, was muss ich da jetzt eingeben? Ja, also Ihre E-Mail als Login und Passwort. Ach so. Das ist nur im Moment jetzt ganz verbindlich, da steht im Moment 0. Ich zeige Ihnen, welche Finanzinstrumente können Sie benutzen, wie das läuft. Und dann sollen Sie sich entscheiden. Ja, und welche E-Mail-Adresse muss ich da angeben? E-Mail also Markus. Laugstange@mdc-ziffern.de. Und denn? Und Passwort, großes A. Und ein Antwort. Kleines A auch? Nein. Dann stehen Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja.
Und dann am Ende kleines M wie Martha. Ja. Da haben wir uns natürlich wieder eins der sicheren Passwörter ausgesucht. Außerdem kommt ja noch dazu, warum kann der mir mein Passwort sagen? Ich meine, das habe ich euch schon mal erklärt, aber es kommen ja auch immer gerne mal neue Zuschauer dazu. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo Finanzgeschäfte macht, braucht dieser Login ja noch eine Zweitsicherheit, also zwei Faktoren-Authentifizierung, dass man irgendwie noch einen TAN oder sowas braucht, um sich dann überhaupt einloggen zu können, wenn man sich jedes Mal neu einloggt. Das macht man ja bei seiner Bank in der Regel auch nicht anders. Ganz, ganz wichtig, der Bankberater bzw. der angebliche Trading-Berater, der darf ja auch nicht euer Passwort wissen und auch kein neues Passwort erstellen. Sowas bekommt man per Post zugeschickt oder per E-Mail irgendwie über sämtliche Login-Verfahren, wenn man sich dort anmeldet. Aber nicht einfach so, dass der das vorlesen kann, weil dann könnten die jederzeit euer Passwort zurücksetzen und sich dann bei euch einloggen und ja das Geld runterholen. Ja, dass das hier sowieso nicht dazu kommt, weil das Geld, wenn ihr das überweist, geht es ja direkt auf deren Konto und gar nicht auf euer Konto. Man baut euch da nur ein Demokonto zusammen, wo man dann denkt, man hätte Geld drauf. Tja, aber es ist alles Augenwäscherei und deswegen braucht man halt auch keinen vernünftigen Login. Dann tut es halt eben auch eine billige Webseite, ne? Und dann, also, ja, haben sich eingeloggt. Ja. Na und jetzt sehen Sie vielleicht Grafiken, ja? Was für ein Ding? Sie sehen jetzt Grafiken und da links, da stehen Finanzinstrumente, die Sie benutzen können. Favorites, Währungen, Commodities, Stocks, Indizes, Krypto. Sehen Sie das? Also das sind Finanzinstrumente, die Sie benutzen können. Ja. Und zum Beispiel, also, aber ich bin kein Broker. Okay, ruf Sie an. Zum Beispiel, falls Sie auf langfristige Zusammenarbeit gezielt sind. Zum Beispiel, Sie öffnen Positionen mit Aktien. Also Tesla-Aktien im vorigen Jahr haben 800% gezeigt. Nur Sie öffnen mit Aktien zum Beispiel für ein paar Monate. Und zum Beispiel, falls Sie auf kurzfristige Zusammenarbeit gezielt sind, dann mit Kryptowährungen. Die sind sehr volatil und mit Robotern, Sie verdienen was. 2-3% pro Tag. Mhm. Aber natürlich, wir benutzen auch Währungspaare, da Rohstoffe, auch Gold und so weiter. Mhm. Und Sie können das verfolgen. Sie können Ihr Passwort ändern. Da sehen Sie Vor- und Nachname von Ihnen oben in der Mitte. Sie klicken. Können Sie das machen, bitte? Mhm. Und da sehen Sie Chat, persönliches Konto und Abmelden. Klicken Sie auf persönliches Konto, bitte. Ja. Da steht Konto-Details, Überprüfungszentrum, Auszahlung und Konten verwalten. Mhm. Also, wo Sie Passwort ändern können. Na und können dann Auszahlung machen und so weiter. Ja. Vielleicht haben Sie jetzt Fragen für mich. Mhm. Sie klicken auf Konto Details. Da steht Profil und Passwort ändern. Natürlich, Sie können Ihr eigenes Passwort ändern. Ja. Sie sollen Ihr eigenes Passwort selbst wissen. Ja. Was noch? Was soll ich auch erklären? Also das sind Finanzinstrumente. Oder zum Beispiel, klicken Sie bitte auf Krypto. Da, links. Finanzinstrumente wie Währungen, Commodities, Stocks. Ja. Da steht auch hin. Klicken Sie auf Krypto. Erste Position ist Bitcoin Dollar. BTC USD. Klicken Sie bitte auf BTC USD. Jetzt sehen Sie, was mit Bitcoin passiert. Nur als Ihr Broker, als er erklärt, er hat mehr Informationen, er hat Forschungen, weiß Bescheid, was mit Bitcoin wird passieren. Ja, der Bitcoin kackt gerade ab. Nächsten Monat. Ja, bitte. Er kackt gerade ab hier. Meinen Sie also, wie steht denn mit Bitcoin? Ja, der kackt gerade ab, der Bitcoin. Ja,
Ja, genau, kann auch sein. Natürlich, ja. Minus 1,15%. Ja. Kann aber jetzt zum Beispiel kaufen. Bitcoin also wird auch steigen, vielleicht nicht so viel, aber bis $49,000. Warum nicht? Etwa 2-3% können Sie schon verdienen. Und zum Beispiel, wir benutzen diese Begrenzungen wie Stop-Loss und den Profit. Und natürlich, falls was passiert, also Sie sehen das und sehen schon, was Sie verdient haben. Zum Beispiel, Sie machen jetzt Einzahlung und schon in einer Stunde zum Beispiel. Sie öffnen Positionen in einer Stunde, Sie sehen schon, was Sie verdient haben. Ja, das kann auch nicht so viel sein, ein paar Prozent. Kann auch 20 Cent zum Beispiel mit einer Position, 13 Cent mit anderer. Und dann sehen Sie, wie das funktioniert. Sie sprechen mit einem Broker, Sie verstehen, was für eine Person ist das. Vielleicht ist das auch eine Frau. Und dann sollen Sie sich entscheiden, ja, vielleicht sollen Sie mehr investieren. Vielleicht, das gefällt Ihnen nicht, machen dann Auszahlung, dann haben Sie hören. Und soll jetzt auch abfragen, also Einzahlung gefolgt mit Kreditkarte oder per Banküberweisung. Sind Sie bereit, was investieren für heute? Mhm. Dann also da in der Mitte steht Einzahlung. Das ist aber mit Kreditkarte möglich. Da steht aber auch Wire. Oder? Oh, leider nicht. Also es geht auch per Banküberweisung, aber ich schicke dann Bankdaten. Entweder per E-Mail oder per WhatsApp. Sind Sie neu? Bitte? Sind Sie neu? Ja, ich habe den nicht so viel. Ja. Was haben Sie denn vorher gearbeitet? Das darf ich aber nicht besprechen. Warum nicht? So eine ganz normale Frage. Nein, darf nicht sagen. Soll nur besprechen, also Kontoaktivierung. Mhm. Also von mir will er irgendwie alles wissen, aber selber irgendwelche Informationen über sich preisgeben, was er denn jetzt vorher mal beruflich gemacht hat, das möchte er irgendwie nicht. Ich meine, es würde ja vielleicht auch zur Kundenbindung dienen, wenn ich mich davon überzeugen könnte, dass der Typ hier am Telefon vielleicht schon mal was Anständiges gelernt hat und ein bisschen Ahnung hat von dem ganzen Quatsch, den er da auch erzählt. Ja, aber er kommt lieber mit der Ausrede, dass er das nicht sagen darf. Das ist natürlich absoluter Bullshit, weil warum sollte er nicht sagen dürfen, was er vorher beruflich gemacht hat? Es wäre doch jetzt hier eigentlich an der Stelle überhaupt gar kein Problem, aber naja, das ist halt eben das Betrugsmodell, ne? Möglichst wenig eigene Informationen rausgeben und die vom Kunden einfach alle sammeln, beziehungsweise eher vom Betrugsopfer. Kunde ist ja hier das falsche Wort an der Stelle. Und ich bräuchte auch irgendwelche Daten von Ihnen, aber ich darf das nicht besprechen. Aha. Und nun? Na und, was sagen Sie dazu? Also, sollen Sie Ihre Einzahlung heute erwarten? Entzückend. In der Zukunft. Nee, entzückend. Ihr Account... Bitte? Entzückend. Was heißt das? Ja, ich bin, genau. Na und, Ihr Account bleibt, gültig ein paar Tage. Vielleicht heute und morgen. Das ist nichts, also kein Problem. Also, ich werde Sie nicht mehr belästigen. Aha. Warum machen Sie so einen Job? So ein Job. Ich möchte doch auch ein bisschen Geld verdienen. Soll irgendwas machen, aber ich bin im Moment kein Finanzexperte, aber vielleicht in der Zukunft. Ich bekomme doch ein Wissen, wie das funktioniert. Und dann. Mhm. Gab es da keinen anderen Job? Im Moment ja. Mhm. Ja. Und dann macht man was Illegales. Illegal ist. Mhm. Ich aber helfe die Leute also nur bei der Kontoaktivierung. Was mache ich denn illegal? Ja, anrufen zum Beispiel. Sie haben sich registriert und wir bitten, unsere Aufgabe ist zu helfen. Zu helfen, das Konto zu erleichtern. Ja, es klingt auch so. Mhm. Ich würde vorschlagen, Sie suchen sich ganz schnell was Neues. Irgendwas Seriöses. Ich habe daran auch gedacht. Ja. Ja. Vielleicht soll auch was Neues
suchen. Weil das ist ja nicht seriös da. Ja, ich habe darüber auch gedacht, aber... Und was meinen Sie, suchen Sie jetzt Arbeit? Und welche Arbeit haben Sie denn? Ich? Für mich. Suchen Sie jetzt auch Mitarbeiter? Ja, momentan brauche ich noch keine Mitarbeiter. So viel Geld kommt von den Werbeeinnahmen noch nicht rein auf YouTube. Aber zeitlich gesehen könnte ich einen Cutter ganz gut gebrauchen. Für ein paar anständige Videoübergänge. Bitte, Entschuldigung, verstehe ich nicht so gut. Das kann ich aber nur auf Provisionsbasis machen. Irgendwie so, weiß ich nicht, 10% pro Video von den Einnahmen. Also in diesem Fall, also... Ich lasse dann meine Zeit sparen. Verlauf sagen, hey, Markus. Ich lege dann auf. Dann bei Fragen, Sie können auf meine E-Mail antworten oder in Chat. Auf unserer Webseite kommunizieren. Okay? Ja. Dann vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Ja, bleiben Sie bitte vorsichtig. Aber natürlich wünsche ich Ihnen alles Gute in diesem Jahr. Jo. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüdelü. Ja, also ich habe das jetzt hier mal laufen lassen. Der hat ja mehr oder weniger wirklich zugegeben, dass der Job, den er da macht, scheiße ist. Und dass er das eigentlich auch weiß. Nur weil er halt eben gerade nichts Besseres gefunden hat, dem Anschein nach. Schon krass. Also er ist sich dessen bewusst, dass der Job, den er da macht, ja nicht gerade unbedingt mit Seriosität gekrönt ist. Und, naja, immerhin war er nett. Also ist nett geblieben. Also viele rasten ja hier an der Stelle eigentlich völlig aus. Und er hat sich ja benommen. Was dafür spricht, dass der vielleicht noch nicht so infiziert ist von den anderen Callcenter-Mitarbeitern, die sich ja grundsätzlich daneben benehmen, wenn man sie dann als Betrüger aufgedeckt hat. Tja, Betrüger bleibt aber Betrüger. Besser macht's ihn dadurch auf jeden Fall nicht. Naja, vielleicht haben wir ihnen ja immerhin einen kleinen Denkanstoß geben können. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht mich gerne unter ccabzocke auf Twitter oder eben unter callcenter-abzocke auf Instagram. Würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr dort auch noch ein Abo hinterlasst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.